Ja, die Blitze habe ich schon lange eigentlich. Aber ich nutze sie nicht. Da bin ich zweimal gestorben, ey. So eine Sauerei. Scheißviecher. Mistkröten. Mistviecher. Aua. Warte, ich kann es jetzt zeigen. Du meinst die hier. Ich kann mal testen, wie gut das ist, weil ich habe keine Ahnung, ob das gut sein soll oder. Hassan sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten Zakarom-Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen, wie es auch die neuen Paladine lernten. Doch diese Rekruten, diese Kreuzritter... Oh, wieso rutscht mir ein Controller runter, ey? Glaub ich ja nicht. Je erhalten hat. So. Nein, der Stream ist nicht aus. Mein Router startet neu um diese Uhrzeit immer, das vergesse ich jedes Mal. Dass um diese Uhrzeit etwa neu startet, geht mir voll auf den Sack eigentlich, aber gut, kann man nicht ändern. Ich bin auch noch mein Controller runtergefallen, ey, und auch noch mein Day One Edition Controller. Scharfrichterschwert, na super, was für ein Schwert. Brauchst sowieso keinen Arsch. Ja, habe ich hier. Es geht zu Ende. Ja, na, richtig rein. Mistviecher. Hier. Ich nutze meistens aber nur den RT-Angriff, wie man merkt. Weil ich habe doch fast unendliche Arkankraft. Normalerweise will ich hier die arkane Kugel nehmen, aber die arkane Kugel nimmt mir einfach viel zu viel Arkankraft und dadurch regeneriert sie nicht schnell. Also ich finde bisher meinen RT-Angriff noch viel stärker.
gucken, wie schnell es runtergeht damit. Damit? Ja, okay. Geht. Ja, ist in Ordnung, ne? Oh Mann, dauert nicht lange. Level up. Ob Kultist oder Ziegenmensch, sie sind wie die Tiere, zu keiner Vernunft fähig. Holst du dir eigentlich Destiny? Ich habe mir Destiny schon vorbestellt. Ah, natürlich für die Xbox One, nicht für die Xbox 360. Ist ja schwachsinnig, ist für die Xbox 360 sich vorzubestellen. Ja, ich weiß, dass es ein Flächenangriff ist. Ich mag den nicht so unbedingt gerne. Schneller runter mit RT. Ja, Mächtige sind tot. So, jetzt bin ich hier endlich gleich mal fertig mit diesem scheiß Erkunden. Ich hab mir ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Erkunden. Ich kann nicht mehr tragen. Scheiße. Ich kann nicht mehr tragen. Super. Geil. Welches Spiel meinst du jetzt? Ich muss zurückkehren. Wenn du jetzt Destiny meinst, Destiny ist kein Indie-Game. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Oh, shit. Nicht schlecht. Ah, trotzdem nicht gut genug. Halt, wie soll ich den eigentlich verkauft, ich Idiot? Kauf den sofort zurück. Werde ich verschrotten, nicht verkaufen. Also, Destiny ist von den Machern von Call of Duty und Halo. Und kannst du ja mal unter meinem Broadcast nachgucken. Ist eines der, wirklich, muss ich ehrlich sagen, eines der besten Games, die dieses Jahr rauskommen werden. Aber allerbesten Games, ganz ehrlich. Wer nicht auf dieses Spiel steht, der sollte in die Klapsmühle gesteckt werden. Sorry, dass ich das so sage, aber das mache ich wirklich ehrlich. Der sollte in die Klapsmühle gesteckt werden.
Ja, die Beta war der Hammer. Perfekt. So. Jetzt habe ich erstmal genügend Schrott wieder verkauft. Jetzt kann ich wieder zurückkehren. Wohin sollte ich mich verbessern? Ich freue mich schon auf die Vollversion. Ey, ich hab doch Heiltrank benutzt! Mistkerl! Nutze ich Heiltrank und krieg keinen Heiltrank, ey. Ich habe die Beta auf der One gespielt. War einfach nur geil. Hab jede Klasse getestet und ich muss sagen, Warlock hat mir noch am besten gefallen. Grafik sieht schon geil aus. Das lohnt sich auch schon deswegen. Aber Sohnsuchtpotenzial, ja, könnte schon haben, könnte. Aber ich denke mal, Destiny wird ein größtes Suchtpotenzial haben bei mir. Habe ich ja schon bei Defiance gesehen. Das Maximallevel weiß ich jetzt nicht, was bei Defiance ist, genau, aber ich glaube, es ist irgendwas mit 5000 irgendwas. Vielleicht auch 6000. Ist mir ehrlich gesagt aber auch egal, ich bin da Level 5800 irgendwas. Keine Ahnung, hab's vergessen.